One Stop to Shop. Wir sind heute im nördlichsten Autohof Deutschlands zu Gast beim Scandinavian Park in Handewitt. Auf knapp 2500 Quadratmetern erwarten uns 35.000 spannende Artikel und ich habe auch noch einen spannenden Gast für euch, nämlich unseren Torhüter Kevin Möller in der heutigen Ausgabe des Klönschnacks. Also, wir gucken mal, was uns erwartet. Kommt mal mit. Hallo, moin moin. Moin. Hi. Moin moin. Herr Johansen vom Scandi Park, vielen, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ja, freue mich, dass Sie hier sind. Wir sind ganz gespannt, was Sie uns zu zeigen haben. Wie viele Produkte haben wir denn eigentlich? Wir haben etwa 25.000 Produkte hier im Markt und verteilen das auf 2.500 Quadratmeter Fläche und bieten halt ein reichhaltiges Angebot, hauptsächlich ausgerichtet auf den skandinavischen Kunden und haben halt vom Kundenanteil sehr viele Dänen. Etwa 50%, dann nochmal Schweden, Norweger, die nun leider durch Corona etwas weniger unterwegs sind, was hoffentlich wieder kommen wird. Und dann halt die deutschen Kunden, sowohl aus der Region als eben auch überregional den Urlaubsverkehr. Ich habe gehört, Sie haben schon eine sehr, sehr gute Ecke für uns ausgewählt, wo wir uns gleich mal einfinden dürfen. Aber vielleicht können Sie uns ja noch ein paar Sachen zeigen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal los. Das machen wir und gerne. Schauen mal, was Sie so im Laden haben. Ja, gut, gerne. Schon viel hier, ne? Ja, es ist eine ganze Menge, was wir im Angebot haben. Was wir dem Kunden individuell anbieten, ist hier vorne das Thema Präsentkörbe. Das heißt, wir haben einerseits feste Präsentkörbe, die wir für den Kunden bereitstellen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, Präsentkörbe zu packen, individuell für den Kunden. Wenn er sagt, ich möchte für einen bestimmten Betrag was haben oder für einen bestimmten Anlass, wäre eine tolle Geschenkidee. Ja. Ja. Hast du schon mal die Idee gehabt? Nee, aber ich kann es mir jetzt überlegen, weil meine Mutter hat gleich Geburtstag. So, das wäre vielleicht ein gutes Geschenk für sie. Na, dann können wir heute vielleicht sogar noch direkt zuschlagen. Aber ich glaube, da gibt es noch ein paar Abteilungen, die vielleicht auch als Geschenkidee ganz gut wären. Ja, die haben wir sicher da und da können wir gerne mal gucken gehen. Ja, ja, hier kann ich mal zeigen, wir haben hier die Lebensmittelabteilung. Grundsätzlich ist es so, dass wir im Markt alles anbieten, um damit einen Haushalt führen zu können. Das heißt also, wir haben sowohl die Lebensmittel da, als auch die Verbrauchsmaterialien, was man braucht, Backpapier, wenn man was backen möchte, oder Schalen für Non-Food, alles Mögliche. Das heißt also, ich kann den täglichen Hausbedarf hier schon gut abdecken. Sie haben ja uns vorhin, als ich gekommen bin, schon mir auch noch ein paar Sachen gesagt. Es ist ja nicht nur der reine Supermarkt, den wir hier betreiben in Handewitt oder den der Scandi Park betreibt. Was gehört denn alles noch an Services zum Scandinavian Park in Handewitt dazu? Ja, der Scandinavian Park selbst als Park bietet neben dem stationären Geschäft hier noch das Thema Online-Shop an. Das heißt, alle deutschen Kunden können im Online-Shop unser Sortiment bestellen. Für die dänischen Kunden haben wir einen sogenannten Abholshop, das heißt, da können die Ware vorbestellen und kann die Ware hier abholen. Dann ist es so, dass wir einen Exportbereich betreiben, wo Großkunden dann weltweit bei uns einkaufen können. Und haben wir auf dem Autohof hier noch ein Hotel, was eben mit zur Unternehmensgruppe gehört. Wir haben die Teamtankstelle vorne, wir haben eine Autowaschanlage und eine LKW-Waschanlage. Und wir haben noch den Funpark, den Spielpark für die Kinder. Sodass hier eine Rundumbetreuung rund um die Reise sichergestellt ist. Kevin, wenn du das so hörst, was alles dazu? Ich meine, du lebst in Handewitt, du fährst hier täglich vorbei. Wie oft bist du denn hier? Und ist das so, wo du alles bekommst auch? Ja, eigentlich schon. Wir nutzen das ja auch gerne aus, sonntags, weil es auf ist. Und die anderen Supermärkte haben ja zu da. Aber hier gibt es ja auch immer viele gute Angebote und deswegen nutzen wir das auch gern. Ja, Herr Johansen, jetzt sind wir wirklich hinter den Kulissen gelandet. Ja. Wo sind wir denn hier genau? Ja, wir sind jetzt im Herzstück des Marktes. Wir sind jetzt in der Warenannahme. Hier haben wir einmal unser Lager, wo alle Abteilungen halt ihre Ware lagern können. Und da, wo wir jetzt hinkommen, ist der Bereich der Warenannahme, wo wir eben unsere Getränkedosen und alles andere, was angeliefert wird, lagern. Wir haben einmal auf der Seite die Ware, die angeliefert worden ist, die wird hier hinten kontrolliert und wird dann eben in die Abteilung verbracht. Und zum anderen haben wir eben, das sehen Sie hier, die Getränkedosen, um einen kleinen Vorrat zu haben für den Verkauf. Kevin, Hand aufs Herz. Wenn wir jetzt hier Carlsberg, wie groß wäre das Verlangen, so eine Palette mal mit nach Hause zu nehmen? Das würde schon helfen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe zu trinken, bevor die ausgelaufen sind. Muss ich Hilfe haben. Ja. Ja.
Beeindruckend. Da werden sich sicherlich ein paar Helfer finden lassen. Dann. Ja, genau. Wie viele Paletten Getränke, also wenn wir jetzt mal nur über die Getränke sprechen, können Sie sagen, wie viel hier im Sommer so rausgeht? Ja, es ist eine sehr hohe Zahl. Also ich möchte da keine genaue Anzahl nennen, aber es ist eine sehr, sehr hohe Zahl, die hier durchläuft. Und es sind viele Cola-Paletten, die am Tag nachgefüllt werden. Also das kann auch schon mal einen ganzen LKW und mehr ergeben. Ja. Das war ein toller Rundgang. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich danke dass Sie auch, uns das hier ermöglicht haben. Wir haben jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Ecke für uns gefunden, Kevin, oder? Ja. Was sagst du? Ja, ich fühle mich wohl hier auf jeden Fall. Ich mich auch. Das freut vielen, mich, vielen Dank. Ja, dann wünsche ich viel Spaß. Dankeschön. Und dann hoffe ich, sehen wir uns recht bald wieder das im Park. Jo. Vielen Dank. Jo, tschüss. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Ebenso. Ja, Kevin, wir sind hier in unserer Lieblingsecke, haben wir eben schon festgestellt. Hast du denn jetzt einen, wenn wir so rumgegangen sind, ein Favorite-Produkt im Scanny Park, was dir sofort zusagt? Ich bin ja... Ich schnack ja immer gern Nüsse, ne? Das ist vielleicht eine meiner Schwachen und dazu kommt Lakritz auch. Ich bin ja typischer Däne. Mhm. Ich finde eigentlich, Dänen sind ja aufgeteilt in die Leute, der Lakritz mag und die Leute, der eigentlich Weingummibärchen lieber haben möchte. Und da höre ich zum Lakritz-Gruppe. Aber da haben wir auch zwei Schokoschleckermäulchen, hast du gerade schon gesagt, die Dänen. Die kann man gar nicht einordnen, ne? Lasse, Swan und Massmensa. Die hätten gerne den Marabou-Schokolade mit Nüsse drin. Auch nicht schlecht. Wir sind ja hier heute zum Klönschnack. Du weißt noch gar nicht, was dich so erwartet. Wir haben zwar vorher gesprochen, aber wir schnacken einfach mal ein bisschen über dich. Du hast ja 2018 dich mit der Deutschen Meisterschaft verabschiedet und hast auf der Meisterfeier ins Mikrofon gesagt, du sagst nicht Tschüss, sondern du sagst Auf Wiedersehen. Jetzt bist du hier nach 3 Jahren Barcelona wieder zurück in Flensburg in alter Wirkungsstätte. War das so für dich geplant? Weil irgendwie wusstest du das ja schon 2018, dass du doch nochmal kommen magst. Ich wollte ja immer gern zurückkommen. Ich habe ja immer damals auch schon den Gefühl, wie mein Job beim SG Flensburg-Handewitt noch nicht zu Ende war und erledigt. Ich wollte einfach nur ein bisschen Sonnenbrennen haben und dann wieder zurückkehren. Ja. Nein, also das ist, die Flensburg-Handewitt war ja immer mein Lieblingsverein, Herzverein. Und für den zu spielen ist ja auch eine große Ehre. Auch also besonders für uns Dänen, der für mich im Besonderen, der vom Grenzland kommt, dann hat es schon ein besonderes Gefühl für mich. Ich habe ja auch, also wo Dirk Smetske, Lars Christiansen und Mike Makula mich wieder angerufen haben, wo ich in Barcelona war, habe ich auch schon sofort wieder Gänsehaut bekommen. Oft kriegt man ja nur eine Möglichkeit, hat ja immer davon gehofft und geträumt, noch eine Möglichkeit zu bekommen. Aber muss ja viele Sachen dazu passen. Und hat es schon. Du warst hier nicht so fertig irgendwie, ne? Also Nein. Es hat irgendwie noch was gefehlt, so um zu sagen, alles klar, jetzt ist die Sache irgendwie rund und dann kann man auch im Guten gehen, theoretisch. Aber du warst für dich irgendwie noch nicht fertig. Wie war das denn, als dann Lars und Mike dich wieder angerufen haben? Ja, das war schon ein bisschen aufgeregend für die Gefühle, ne? Weil man hat ja immer gehofft, aber plötzlich war die Möglichkeit ja da. Also da war ja auch andere Angebote auf dem Tisch, aber habe ich ja sofort zum Seite gelegt, weil die SG war für mich die klare erste Wahl und dann hoffentlich konnte es ja passen und hat es ja zum Glück auch. Wie würdest du beschreiben, woher diese besondere Verbindung kommt? Ich meine, klar, zum einen bist du hier aus der Grenzregion groß geworden, direkt in der Nähe zur deutschen Grenze eigentlich. Aber was macht das für dich so besonders, dass du wirklich auch sagen kannst, hey, wenn die SG anruft, dann ist für mich die Entscheidung eigentlich schon ganz klar? Das ist ja, ich habe ja mehrere Handballspiele hier geguckt, damals im Campushalle und so. Davor bin ich ja hin und her gelaufen auf dem Spielfeld nach dem Spiel, habe Autogramme bekommen von Jan Holbert, Lavrov, Thomas Knorr, Lars Christiansen sogar auch. Und das war für mich. Das war für mich, also lag mich sehr näher dran am Herz, diese Erlebnisse, was man hier bekommen hat, diese Gefühle, was hier, also man sieht die Leute, der auf der Tribüne steht, die feuern uns an, wie Verrückte, sagt man ja, aber ich, als Kind war man ja komplett beeindruckt. Ich war vom ersten Tag im Halle, war ich ja verliebt damals und deswegen war das ja auch immer für mich ein Traum und Hoffnung.
immer habe ich also meinen Vater und Mama immer gesagt, also wenn ich nur ein Spiel auf dem Bank sitzen dürfte, dann wäre meine Handballkarriere perfekt. Also ist ein Traum in Erfüllung gegangen, muss man ja sagen. Ne? Und du hast immer gesagt, das ist wie nach Hause kommen. Aber dann das erste Spiel in der Flens Arena, das war jetzt natürlich Corona-bedingt auch noch nicht so, aber diese ganzen alten Gesichter wiederzusehen, das ist doch auch irgendwie crazy, oder? Ja, das war schon ein bisschen besonders. Also man, das ist ja wie nach Hause zu kommen wieder. Und plötzlich dann hat man dieses Gefühl wie, 3 Jahre ist ja nicht so lange weg. Das war ja nur wie ein kleines Wochenende Urlaub, wo man weg war. Und dann kommt man wieder und dann sind alle die freundlichen Gesichter sind ja noch da und man trifft sich, wie man gar nicht weg war. Du sagst eine kurze Zeit, aber in dieser kurzen Zeit ist verdammt viel passiert beim FC Barcelona, wo du dann 3 Jahre gespielt hast, auch mit deinem Teamkollegen de Vargas, dem Nationalkeeper von Spanien. Mhm. Wie war die Zeit in Barcelona jetzt mal mit ihm, die Zusammenarbeit mit deinem Keeperkollegen dort, aber auch so das ganze Leben? Weil es waren 3 Jahre, die ja schon sehr erfolgreich auch waren für dich. Ja, also das war... Hi! Entschuldigung. Das ist gut. Nein, das war schon 3 erfolgreiche Jahre. Und das war ja auch mein Ziel, wo ich da hinging, also alles zu gewinnen. Und genauso wie mein Ziel in Flensburg ist. Ich spiele ja nicht Handball wegen 3. oder 10. Plätze. Ich möchte ja ganz oben stehen. Und das war ja auch mein Ziel da. Man kann ja sagen, dass den Champions League-Trophäe ist ja kleines bisschen näher dran in Barcelona, wegen die Liga ist ja nicht so hart, so man kann sich da ein bisschen besser regenerieren als hier. Das war ja mein großes Ziel, wo ich nach Barcelona ging, das war ja die Champions League zu gewinnen. Und ich habe ja auch vieles gelernt darüber, wie das ist, in so einem großen Verein zu sein, weil ja, es ist Handball, aber man spürt schon, wie das ist, in einem Fußballverein zu sein. Und wie die arbeiten und das nehmen die auch mit weiter und runter zum sekundären Sporten da. Um das noch mal kurz genauer zu erläutern, du hast schon angedeutet, aber ich möchte gerne noch mal sagen, was ihr alles gewonnen habt in den 3 Jahren, weil das ist beeindruckend. Ihr habt 2019, 2020 und 2021 die spanische Meisterschaft geholt. Ihr habt 2019, 2020 und 2021 die Copa del Rey de Balonmano, richtig? Ja. Und ihr habt am Ende dann auch 2021 euch mit der Champions League-Krone belohnt und gekrönt. Das ist ja schon eine fette Hausnummer. Also da kommt es ja auch darauf an, dass man jeden Tag abliefert, oder? Das ist bei uns auch so, keine Frage. Aber dieser Mythos vom FC Barcelona, der, wenn man so selber schon mal in der Stadt war, das schwebt ja über allem, das muss man ja so sagen, oder? Ja, war auch so. Also das ist... Die erwarten auch große Dinge, Riesendinge eigentlich, wenn man da hinkommt. Also nicht nur beim Spielen und so, aber auch beim Training, Einsätze da. Dein Leben neben dem Handball ist auch sehr wichtig für die, dass du dich wohlfühlst und dass du dich menschlich gut fühlst, ist auch wichtig für die. Und das ist ja... Für viele Leute ist das ja auch ist die FC Barcelona ja auch eine Region. Ne? Und das spürt man ja auch mit einigen Leuten, die immer da sind bei jedem Spiel, bei jedem, egal welche Sportart das ist, dann sind die ja da jedes Mal, wo FC Barcelona spielt. Und das ist ja auch schon ein bisschen beeindruckend. Ich meine, also gibt es ja nicht so viele davon, weil man weiß ja schon, dass in Barcelona kommen ja nicht so viele Zuschauer zu die Spiele, besonders nicht zum Heimspiele in die Liga. Aber die da sind, hat man ja auch schon Respekt für. Mhm. Absolut. Und du sagtest es ja gerade schon, die erwarten irgendwie mehr. Also du bist ja als junger Spieler zu GOG gewechselt. Da hast du dir wahrscheinlich noch nicht so viel eine Platte gemacht, also einen Kopf gemacht, was da so auf dich zukommt. Dann bist du von GOG zur SG gewechselt, wo du sagtest, da wurde ein Kindheitstraum in Erfüllung. Also da fängt man schon mental ja auch an, sich darauf vorzubereiten, was da auf einen zukommen könnte. Dann haben wir eine sehr hohe Schlagzahl mit der Bundesliga, mit ganz, ganz engen Spielen, die Champions League. Dann bist du den nächsten Schritt zu Barcelona gegangen.
wo ja noch mal mehr, noch mal eine Schippe drauf, vielleicht mehr erwartet wird. Wie hast du dich mental auf den nächsten Step überhaupt vorbereitet? Ich glaube, das ist ein bisschen wie, wenn man einen Job wechselt. Man hat ja Erfahrung von früher und dann nimmt man die guten Sachen mit zum neuen Job und versucht sich weiter zu entwickeln mit einigen Sachen. Das ist ja auch so, jetzt komme ich auch zurück wieder zum SG Flensburg Handewitt hier und bin ja zurückgekommen. Und hoffentlich habe ich mich noch mehr entwickelt und meine eigene Erwartung für mich selber sind ja noch größer, als die waren in Barcelona. Aber das hängt einfach an mit meinen eigenen Ambitionen und den Ambitionen und Möglichkeiten, was ich im Kader sehe. Also wir sind ja eigentlich grenzlos da. Wir haben ja so viel Qualität und Möglichkeiten. Also wenn wir da als mit unserer Beste spielen, dann gewinnt keiner gegen uns. Und das war ja auch, deswegen möchte ich auch gern hier sein. Du hast es mal gesagt, du bist als Junge gegangen und als Mann zurückgekehrt. Was war das, was dich so hat reifen lassen? Ja, eine Sache ist ja, man kommt ja weit weg von die nette und süße und heimliche Bedingungen hier. Dazu kommt, war eine harte Zeit mit Corona und auch noch dazu kam ja auch, dass man plötzlich in Barcelona stand, wo jeder für sich kämpfte. Also wir hatten es ja gut innerhalb Mannschaft, aber jeder möchte ja spielen. Wir sind ja nicht da, einfach auf die Bank zu sitzen, egal wer da hinkommt. Und keine sind damit zufrieden. So man kämpft für jeder Zentimeter und jede Spielsekunde, die man kriegt. Und das hat mich auch sehr weit gebracht, mental auf jeden Fall. Du warst vorher auch ein sehr wichtiger Faktor. Im DAB-Pokal 2015 hast du einen ganz, ganz wichtigen 7 Meter gegen Robert Weber gehalten. Und später auch im Titelkampf 2018 gegen TuS N Lübbecke und auch gegen Göpping bist du in wichtigen Spielen reingekommen für Matthias Andersson damals noch und warst von der Sekunde an da. Wie hast du das empfunden, dass du ja vielleicht, mag man meinen, immer ein bisschen im Schatten von Matthias Andersson gestanden hast, aber du warst immer da, wenn du gebraucht wurdest und hattest einen enormen Anteil im Prinzip auch an dieser Meisterschaft, muss man ja sagen. Ja, aber das ist, das war ja andere Zeiten damals, also dass ich habe dieses Gefühl, wie das liegt an deiner Rolle. Das war meine Rolle damals. Ich wusste, Matthias war die klare Nummer 1. Und das habe ich dann einfach akzeptiert und dann wusste ich auch, wenn dann mein Name angerufen wird, dann musste ich von erster Minute bereit sein. Das war meine Rolle und damit kam ich komplett klar. Ich kam ja hierhin als 25-Jähriger, das ist ja nicht jung, aber das ist trotzdem für einen Torhüter jung. Und hat man ja immer gehofft, so als ein bisschen Nase, also nicht Nase zum Himmel, aber ein bisschen jung und dumm. Ne? Ich komme einfach und hauen die alle um und dann bin ich dran. Aber nach geringer Zeit hier, dann wusste ich auch, so ist meine Rolle. Ich muss mich darauf vorbereiten, wie kann ich am besten meiner Mannschaft helfen. Und das ist ja, okay, wenn Matthias dann sagt, ja, jetzt wechseln wir beim 7 Meter, dann muss ich da rein und dann muss ich einfach diese 7 Meter halten. Ob der Mannschaft zu helfen. Und wenn die Mannschaft mich braucht, ich spiele 5 Minuten, dann muss ich einfach die 5 Minuten spielen und einfach unterstützen. Und vom Bank her sollte man mich ja auch gern hören, weil das war ja auch meine Rolle, die Leute anzufeuern und aufstehen die ganze Zeit. Und damit kam ich ja klar und hat mich auch viel weitergebracht, menschlich und als Handballer, diese Akzept. Aber brutal schwer, das so zu machen und so zu nehmen auf jeden Fall, weil man könnte ja jetzt auch sagen, ohne da jetzt irgendwie ein Fass oder irgendwas Negatives zu sagen, aber man könnte ja auch sagen, hat die SG dein Talent vielleicht ein bisschen verkannt und Barcelona hat es erkannt, weil sonst wäre es ja vielleicht auch nicht zum Wechsel gekommen? Na, das weiß ich ja nicht so. Ich weiß ja nur, dass Barcelona hat ja riesen Erwartungen an mir und auch die haben ja auch gesehen, den Qualität, die ich hatte. Und hatten die auch hier, also das soll ja nicht so heißen, dass die SG Flensburg-Handewitt mich behalten wollte, aber da wollten die ja auch gern damals. Aber für mich war das ja auch so eine Möglichkeit, nach Barcelona zu kommen, da zu leben, da zu spielen,
wie du auch angesagt hast, das ist ja ein Mythos vom Verein. Ne? Und also das war ja klar, damals für mich war das ja Barcelona, das war ja ein Riesenerlebnis. Aber ich habe ja auch gespürt, man kämpft, man spielt und so und so und so. Aber irgendwie fehlte mir auch etwas. Also dieses Herzblut, wofür man kämpft, habe ich ja hier, das habe ich ja nicht so da gehabt. Und wenn man weggeht, dann weiß man ja auch viel einfacher und viel besser, was man eigentlich vorher hatte. Ja, das stimmt, absolut. Du bist ja eigentlich immer jemand, der sehr ruhig, naja, ruhig eigentlich, ich glaube, du bist ruhig, aber du bist eigentlich ein super lustiger Geselle. Du hast immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, du hast immer ganz viel Spaß. Du bist entspannt ohne Ende, also da kann ich mir ab und zu mal eine Scheibe von abschneiden. Aber was muss denn passieren, dass dir so, in Deutschland sagt man ja auch, dass dir mal so richtig die Hutschnur reißt, dass du mal so richtig, richtig sauer wirst? Das habe ich mich heute gefragt. Ja, das kann schon passieren. Zu Hause bei mir, dann soll meine Freundin ja nur einige Wörter sagen, dann bin ich schon da. Aber das ist auch so, die Sachen, was da, das ist ja ein Unterschied, was beim Arbeit passiert und was zu Hause passiert. Ne? Die Leute, die dich am besten kennen, die wissen ja auch genau, wie drauf welche Knöpfe man drücken muss. Mhm. Aber für mich ist ja, also zum Beispiel beim Handball ist ja diese, wenn ich sehe, dass jemand nicht mit also 100% Wille und Intensität oder einfach für seinen Nebenmann kämpft auch, dann trifft es mir hart und dann werde ich einfach richtig wütend und böse. Aber ich bin ja nicht so ein Typ, der das einfach rausschreit und sagt nach jemand, aber dann gehe ich lieber zu ihm danach und dann reden wir darüber und dann kriege ich ja auch seine Augen drauf. Aber du sagst es, das ist sehr wichtig, dass man das auch nicht so für sich behält. Ja, genau. Ja, aber ist das nicht manchmal schwierig? Also weißt du, dass man immer einen guten Weg findet, immer den anderen, also das ist ja in diesem Mannschaftskonstrukt, dass man immer seine Rolle kennt, dass man immer das große Ganze quasi sieht und dann sich. Ja. Das ist schon... Doch, natürlich, weil ab und zu hat man ja Lust und Bock, so diese Ausbruch, also wo man einfach ausrastet, aber... Ja. Dann überlege ich mir auch, ja, was bringt das? Was hilft das, wenn ich dran dir einfach ausraste und sage, was machen wir denn hier? Das macht ja keinen Spinn oder dumme Frage oder sowas. Mhm. Nee, dann reden wir darüber danach und dann kriegen wir einen gemeinsamen Weg oder etwas. Also dann so, dass wir beide etwas davon bekommen. Dass ihr beide was mitnehmen könnt. Ja, mitnehmen können, genau. Ich sag mal, für Ausraster ist dein Torhüterkollege Benjamin Boric ja auch nicht bekannt. Also ihr seid, glaube ich, ähnlich charakterlich aufgebaut. Ihr habt beide viel Spaß auch im Training und miteinander. Was macht denn die Zusammenarbeit mit Benko für dich so besonders und was macht sie aus, dass das so gut funktioniert? Ja, erstens, weil wir gemeinsame Ziele haben. Wir haben ja immer vor, gut zu halten, weil wenn nicht, dann spielt der andere ja. Also, und das ist ja ein freundliche Konkurrenz. Mhm. Das ist ja nicht so, dass man wütend wird, wenn der andere spielt. Das ist einfach, wir möchten am besten Mannschaft helfen. Das tun wir hoffentlich mit unserer Art und Weise auch so. Obwohl es vielleicht braucht jemand, der ausrastet. Aber kriegen wir vielleicht auch hin irgendwann. Aber bis jetzt dann haben wir einfach riesen Spaß beim Training. Wir gucken, wir haben den gemeinsamen Blick drauf, wie wir uns vorbereitet und wir reden ja auch vor jedes Spiel und stimmt ab, welche Strategien wir nutzen, was wir machen bei jedem Spieler und so. Und das bringt uns auch weit, weil an diesem Weg dann hoffentlich steht immer einer von uns gut im Tor, wenn der andere einen schlechten Tag hat. Und das ist ja unser Ziel, weil dann gewinnen wir hoffentlich die Spiele. Und wenn du das so verallgemeinern müsstest, was ist dir, du hattest ja wie gesagt auch mit De Vargas eine gute Zusammenarbeit, ihr habt euch ja glaube ich auch abgewechselt und habt das auch miteinander besprochen oder kam das vom Trainer, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Nein, das war mehr vom Trainer. Okay. Aber nee, das ist, das war ja, ich hatte ja eine richtig gute Zusammenarbeit mit Pérez De Vargas auch. Aber hier mit Benjamin ist einfach, ich glaube, wir sehen mehr voneinander, wenn wir aufeinander gucken. Ne?
Und wir haben dieses gemeinsame Verständnis, wofür wir eigentlich kämpfen jeden Tag. Dass es nicht ob jede Minute geht, weil wir wissen ja auch, okay, vielleicht spielt Benjamin 60 Minuten heute. Und dann weiß ich auch, in 3 Tagen, dann kommt ja noch ein wichtiges Spiel, der wir gewinnen müssen. Und wenn Mike meinen Namen dann vor dem Spiel ansagt, dann muss ich ja bereit sein. Absolut. Aber was würdest du sagen, wenn wir das jetzt, wenn du hattest ja auch eine Nationalmannschaft mit Niklas Landin, du hast ja immer einen Partner auf deiner Position, ganz klar. Was ist so das Hauptaugenmerk bzw. die Haupteigenschaft, die dir besonders wichtig an deinem Torhüterkollegen ist? Und die Gegenfrage, was ist dir bei dir wichtig, was du gibst in so einem, in einem Gespann in der Zusammenarbeit? Ja, für mich ist ja die wie man miteinander umgeht. Wir haben ja so viele Stunden zusammen während ein ganzes Jahr, ne, eine Saison. Und wenn wir ein Problem miteinander haben, wenn ich etwas falsch zu ihm sage, dann erwarte ich auch, dass er zu mir kommt und sagt, er ist ja damit nicht einig. Und dann regeln wir das so damit, dass wir einfach den besten Weg zusammenfinden, weil man hat ja immer gesagt, ja, die Feldspieler haben ja eine Grube für sich und die Torhüter haben eine Grube für sich. Ne? Und das, mit meiner Erfahrung, dann läuft es einfach besser, wenn die zwei Torhüter auch gut zusammen können und nicht gegeneinander kämpfen, dann sieht es in die falsche Richtung. Würdest du sagen, dass du jetzt Kevin 2.0 bist? Auf jeden Fall. Ja, warum? Ja. Ja, ich bin ja älter geworden, erfahrener geworden. Ich glaube, dass wenn jeder Mensch für sich zurückguckt in der Vergangenheit, dann wünscht man sich, dass man diese, sag mal, Wissen hatte von jetzt, damals. Und so ist es ja auch bei mir jetzt. Auf jeden Fall habe ich mich viel mehr weiterentwickelt. Im Tor, als Torhüter auf jeden Fall, menschlich auch. Das ist für mich auch wichtig, so weiterzumachen. Das macht dich auch Spaß, jeden Tag zum Training zu kommen, weil wenn ich wieder in 5 Jahren zurückgucke, dann würde ich auch immer noch hoffentlich gleich sagen, hätte ich das einfach nur gewusst damals, dann wäre das auch einfacher da. Gibt's was du bist jetzt 32, was du deinem 25-jährigen Kevin, der gerade zur SG wechselt, an die Hand geben würdest? Ja, das ist sehr viel. Die schüchtern 25-jährige Kevin, würde ich gerne sagen, er soll sich ein bisschen beruhigen. Er soll nicht alles so persönlich und ernst nehmen. Der war ein sehr empfindlicher Junge. Das würde ich ihm gerne sagen, auf jeden Fall. Krass, denkt man gar nicht, wenn man dich so kennt. Ja, cool. Spannend, auf jeden Fall. Jetzt bist du ja auch Papa geworden, noch gar nicht so lange her. Wie hat das nochmal dich verändert und auch vielleicht komplett gemacht, nochmal die Rolle als Vater einzunehmen? Ja, habe mich auf jeden Fall gelernt, den Windel richtig zu wechseln. Oh je. Ja, wir sind ein paar Windel gewechselt jeden Tag. Nein, ich bin. Das hat mich schon ein bisschen verändert, ne? Weil für mich war das ja immer das Größte im Leben, was passieren kann, ist ja Eltern zu werden. Aber dazu kommt, habe ich ja auch gespürt, was Handball für mich bedeutet. Ich komme nach Hause, ich habe meine Tochter da, meine Freundin da und wir haben es ja gut, aber Handball bedeutet immer noch so viel zu Hause bei uns, bei mir persönlich. Sie merkt ja auch, wenn ich einen schlechten Tag gehabt habe beim Training, dann komme ich ja ein bisschen traurig nach Hause. Ja. Ne? Und das, da muss ich mir auch ein bisschen von ablenken und das hilft meine Tochter auch damit, dass ich auch ein bisschen schneller weiterkomme mit solchen Tagen auf jeden Fall. Aber dazu kommt auch, ich habe einfach gespürt, dass ich mein Herz brennt einfach mehr und mehr für Handball auch. Ich finde es noch mehr Spaß zum Training zu kommen, noch mehr Spaß zum Spiel auch kommen und das ist einfach, ich finde es einfach wunderbar, da diese Gefühle und einfach klar zu sehen, was für mich wichtig ist. Total schön, dass du das so sagst. Also finde ich, das ist ja, weil ich glaube, das ist ja das,
das Wichtigste, was man haben sollte, ist ja immer Spaß, jeden Morgen in die Halle zu gehen. Und es ist viel Arbeit. Also wenn wir uns jetzt die letzten Wochen angucken mit den ganzen Reisen, den Spielen, geht ja auch nicht spurlos an jemandem, an einem vorüber. So, was, also ist dann wirklich deine Tochter deine Kraftquelle oder ist es auch so, dass du zu Hause auch irgendwie eine Sache besonders machst, um einfach auch mal wieder runterzukommen? Ja, aber das hilft mir, also das hilft mir auf jeden Fall ablenken von Handball zu tun. Weil wenn ich mit sie bin, ich kann ja nicht Handball mit sie reden und da kann ich, aber ich kriege ja keinen Anruf. Nee, noch nicht. Nein, aber das macht ja schon etwas aus. Da, also dann gucke ich ja drauf, wenn ich einen schlechten Tag gehabt habe, dann guckt man drauf, dann gucke ich auf meine Tochter und dann ja, geht ja alles wieder. Mhm. Schön. Und morgen kommt ja noch ein Tag, um mich zu verbessern mit dem Handball. Mhm. Das macht schon viel aus, für mich auf jeden Fall persönlich, ne, dass man diese Gefühle hat auch. Mhm. Aber ich muss ja auch zustimmen, wenn ich einen schlechten Tag habe, ein schlechtes Spiel gemacht habe, dann ist das ja auch schwierig, ablenken zu können, weil dann sieht meine Freundin ja auch, wenn ich mit sie sitze, dann ist mein Kopf vielleicht ein bisschen immer noch beim Handballspiel. Aber da muss ich mich auch ein bisschen verbessern. Aber das ist einfach nur, weil ich für den Handball und für die SG brenne. Gab es denn früher jemanden, der dich besonders beeinflusst hat für den Handball? Wenn du sagst, so, du brennst so, gibt es da jemanden in deiner Familie, der dich dazu gebracht hat? Oder wie kam das? Ich bin ja in einer Sportfamilie aufgewachsen. Mhm. Mein Vater hat Sport betrieben und mein Bruder und Schwestern auch. Das lag eigentlich zu uns, dass wir das machen würden. Die haben das zwar nicht professionell gemacht, aber das hängt auch nicht davon ab. Mhm. Aber ein bisschen später ist es dazu gekommen, dass ich in ein Sportinternat hingezogen bin, um Schule und Sport gemeinsam zu machen in Dänemark. Und hat mich auch viel weitergebracht. Und da habe ich ja auch den Vater von Lasse Müller kennengelernt. Und er hat mich auch, er ist ja 20 Jahre älter als ich, so er hat mir auch viel geholfen mit seiner Erfahrung damals, weil wir haben ja zusammengespielt in zweiter Liga Dänemark und seine Erfahrung und Ruhe hat mir auch sehr viel, viel geholfen. Das bedeutet schon viel für mich. Cool. Also am Ende bist du ja hier bei uns gelandet. Wenn wir jetzt nochmal sportlich, wir wollen ja eigentlich gar nicht so viel über Sport gucken, aber auf den Sport gucken. Jetzt steht die Rückrunde bevor. Wir haben noch einige große Aufgaben zu bewältigen, auch jetzt in der Liga. Wir sind ja jetzt quasi in der Nationalmannschaftspause. Was hast du dir persönlich für die letzten 3 Monate denn nochmal vorgenommen? Auf jeden Fall werde und möchte ich keinen Punktverlust haben mehr. Mhm. Das sitzt tief drin in mir jedes Mal, wo wir einen Punktverlust machen, weil wir haben eigentlich gut gespielt, aber am Ende einfach wie irgendwie einen Punkt weggeschenkt eigentlich. Und mein Ziel ist auf jeden Fall da, dass wir keine weiteren Punkte wegschmeißen. Bin ich einig mit. Da freue ich mich. Ja, jetzt, also hattest du ja neulich im Hölle und Nord Podcast, das wurde ja schon ausreichend thematisiert, du bist ja Musikwart. Mhm. Und wir haben ja eigentlich immer eine Challenge im Klönschnack. Das ist jetzt heute ein bisschen schwieriger gewesen, weil ich auch noch nicht so genau wusste, mit was ich dich da locken kann. Aber wenn du jetzt mal deine Playlist, hast du dein Handy einstecken? Ich habe mein Handy hier, ja. Ja, dann hol das gerne mal raus. Ja. Wenn du jetzt aus der Kevin Möller SG Playlist ein Lied raussuchst, entweder ein Lied, das immer für Diskussionen sorgt, wo du weißt, einer kommt, oh, Kevin, oder ein Lied, wo du weißt, wenn du das anspielst, dann haben alle ein Lachen im Gesicht und alle haben irgendwie Bock. Wenn du uns das mal zeigen könntest. Ja, also einfach für mich wäre Mikes Lied zu nehmen, weil das wird ja jedes Mal gespielt. Das ist nicht so, dass alle anderen Lieder jedes Mal auf der Playlist ist. Aber sein Lied kommt ja immer und einige, die sagen schon, och, dieses Lied wieder, schon wieder. Und andere, die wissen, ja gut, jetzt fängt es an, müssen wir bereit sein. Und andere, die dritten Hälfte, oder letzte Drittel, die lachen einfach drüber, dieses Lied immerhin wiederkommt. Aber sonst habe ich schon ein paar... Zeig das gerne mal. Oder sag mal, zeig mal, weil da hattet ihr, glaube ich, schon drüber gesprochen, irgendein anderes, wo du weißt... Ja, ein anderes, wo drüber, das ist ja, dass ich ein dänisches Lied gespielt habe. Und da sitzen einige Leute, der gar kein Dänisch versteht. Ja. Und die sagen, was ist das, Mann, das ist so eine Kacke. Das ist ja,
einfach nur labern über einen Ton oder so. Ja, okay. aber das macht schon, ich finde es ja auch Spaß, ein bisschen zu provozieren. Ja, du musst ja locken. Genau, ich wollte gerade sagen, das gehört ja dazu. Deswegen, genau. Sag gerne mal. Ja, das ist diese, das heißt Bando Bitch. Okay. Nicht so ein schöner Name, das ist so ein Hip-Hop Typ von Dänemark. Ja. Und spielt ja so ein bisschen Hip-Hop-ähnliches Musik und muss ja sagen, obwohl da viele Dänische, obwohl er Dänisch redet da drinnen, dann finde ich den Rhythmus und Ton und Musik da drinnen ist auch richtig gut. Das kann jeder sich wieder anfeuern für das Vorspiel. Okay, dann mach mal an. Mach ich dann. Wenn man das hört, auf jeden Fall. Okay, du verstehst ja gar nicht. Kein Wort. Ne? Kann man schon. Okay, das kann man schon. Schon auch ein bisschen düster, würde ich sagen, so der Anfang. Aber Aber bauen sich auf, weißt du. Das baut sich an, okay. Aber wenn ich jetzt so einen Blick drauf werfe, so ein bisschen Spanisch angetatscht, hast du da auch noch? Gibt es ja auch ein bisschen, ja. Hat sich deine Zeit in Barcelona da ein bisschen kannst du tanzen jetzt auch? Ich konnte es immer tanzen. Ah, okay. Aber ich glaube, hat sich ein bisschen entwickelt da in Spanien auf jeden Fall. Ja. Weil vorher war das schon ohne Kopf. Aber so richtig, ich weiß, so Standardtänze gibt es da auch nicht so, ne? Nicht so. Wir haben da, also Salsa und alles so, dass dafür hatten wir nicht so viel Zeit. Nee, das stimmt. Aber spanische Lieder gebe ich auch ein bisschen von drauf, aber das ist eher ein bisschen so für nach dem Spiel, weil ich finde, die sind ja ein bisschen mehr, ein bisschen wie ein Klönschnack, ne? Genau. Wo man sitzt und quatscht ein bisschen und feiert die zwei Punkte, was man bekommen hat und hab es ein bisschen lustig und Spaß. Was ist dein Favorite nach dem Spiel, nach einem Sieg? Ihr seid alle entspannt. Was ist da dein Favorite Song? Du musst ja hier ein bisschen influencen. Ja, aber ich bin ja auch ganz für die alte 80er Jahren Generation, also Musik her. Mhm. Und so eine wie zum Beispiel Elton John mit I'm Still Standing mache ich ja sehr. Und auch den Phil Collins mit Easy Lover macht ja auch schon viel aus. Weil das weiß ich auch, dann sitzt jeder und wenn die nicht dabei singen, dann sitzt die und macht etwas mit die Hände oder die Füße dazu. Und das macht schon Spaß, ein bisschen zu beobachten auch. Vielen Dank. Da werde ich mal ein Auge drauf werfen, wer da wo mal mit dem Finger tippt, weil das ist ja eigentlich gar nicht mehr die Generation. Aber aber alle kennen die Lieder. Muss ich ja auch sagen, also hängt vom Spiel ab, ne? Aber so bis jetzt hat Franz Semba auch jetzt Quarantäne vom Liedwünsche zu machen. Ja. Weil da kommt immer etwas schmutziges Deutsche vom Malle oder sowas. Aber er darf jetzt wünschen oder noch nicht? Jetzt darf er wieder, er ist vom Quarantäne raus. Ach so, wieder. Okay. Dann wirst du wahrscheinlich gleich noch deinen beiden schwedischen Kollegen ein bisschen Schokolade mitnehmen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke und dir. Alles Gute. Wir sehen uns wieder. Ebenso. Danke. Tschüss. Ciao.